Jetzt erstmal ein schönes Schlückchen, meine Lieben. Der Horn ist angekommen an Bord. Damit kann es losgehen. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Es ist sehr lustig, ich bin mit zwei Reisenden, mit denen ich hingeflogen bin, die sind auch wieder an Bord. Und mit denen bin ich zurückgeflogen. Das war natürlich witzigerweise ein nettes Wiedersehen. Also waren ganz positiv überrascht. Und dann haben sie mitgekriegt, dass ich also YouTuber bin und haben also gleich Fotos gemacht. Und wir haben auch gleich noch die Nachbarin drüben, die hat dann auch noch ein Foto gemacht. Und so haben sie sich... Das ist eine nette Stimmung hier entstanden. Ansonsten kam jetzt gleich die Dame, das war, glaube ich, die Purserin Nummer 2. Also nicht die Purserin Nummer 1, sondern die Purserin Nummer 2. Erstmal gab es ein Gläschen Champagner, dann gab es die Einreiseinformationen und alles, was so dazugehört. Und jetzt, was ich nicht dabei hatte, waren der Lippenbalsam. Das werde ich nochmal fragen. Erstmal zum Wohl. Gleich vorweg, was mir bei der Anna gut gefällt, ist wirklich, dass man alles sofort bekommt. Alles zusammen, alles wird zusammengepackt und wird mir präsentiert. Ich habe zum Beispiel jetzt hier den Fastlane-Coupon, den ich für Narita brauche, um dann schnell durchzukommen. Some question, do you have the lipstick, the lip balm? I forgot. Thank you very much, look, das ist dieser Lip Balm, der ist wirklich toll. Und ich meine, das sind so Sachen, kleine Geschenke, ja, so winzige Sachen, wir gehen das heute bei dem Flug genau durch, sodass ich da auch ein bisschen noch an Informationen mehr gebe. Also wir haben einen Fastlane-Bereich, wir haben auch hier, das ist witzig, das ist ein ANA Original Aroma. Also die haben ein eigenes Aroma, einen eigenen Duft. Welche Firma hat das heute nicht? Und das kann man dann anklicken und dann duftet das. Da kann man damit schön schlafen zum Beispiel. Also das ist angenehm duftet, das ist witzig. Dann natürlich den Internet-Voucher. Man hat den kompletten Flug Internet. Also wirklich, das ist eine tolle Einrichtung. Die Customer Declaration. Ja, also dass man das vorbereitet, jetzt schon ausfüllen könnte, wenn man will, und kann es dann, nachher läuft das alles ruckzuck. Naja, und die Flight-Masken sind natürlich klar, logisch, ja. So, und das sind diese Refreshing Sheets. Also das heißt, es sind richtige Refreshing Towels. Sehr angenehm und vor allen Dingen eben sehr hochwertig gemacht. So, ich habe erstmal alles. Das lässt sich hier unten in diesem Verstaubereich hervorragend verstauen. Wir haben ja wieder reichlich Geschenke, die werden wir uns auch während des Fluges heute angucken. Tolle Idee finde ich das mit dem Spiegel. Ich finde das großartig, dass wir hier unsere USB-Anschlüsse haben, unsere Stromanschlüsse haben. Es ist wirklich für alles gesorgt und diese Suite gefällt mir gut. Das ist schönes Material, wertvoll gemacht. Ich fühle mich hier exklusiv aufgehoben. Es ist also dieser Spiegel, ja, tolle Idee, dass man da mal reingucken kann und sagen kann, der Spiegel gefällt mir und da kann ich nochmal die Fliege richten. Ist ja für famous people wie gemacht. Schön ist, dass wir einen kleinen Welcome Drink haben, der eigentlicher Standard sein müsste, aber eine schöne Champagnerqualität hat. Wir haben ja zwei Champagner-Auswahl und ich werde versuchen, bin auch sehr gespannt, ob wir heute wirklich einen kompletten Tagesflug haben oder ob es auch mal dunkel wird. Also das ist alles, also dieses Neue, ich sag nochmal, diese Idee, öfter neue Dinge auszuprobieren und nicht immer mit der gleichen Geschichte zu fliegen, macht im Flugbereich Sinn, weil man immer wieder was Neues und was Schönes erfährt. Und die ANA, das ist also eine Airline, die ich sagen würde, die kommt auf jeden Fall für mich in die Top 3. Kann aber sich alles ändern, denn wir sind ja mitten auf der Weltreise. Das hört man, die Stimmung ist extrem gut da drüben. Es ist eine entspannte Stimmung, die Crew hat den Horn so nett empfangen. Die standen da wieder wie die, also und dann auch dieses Vorbeilaufen, wenn sie vorbeilaufen und dann dieses, das ist eine andere Art Lächeln. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man sehr nett zu denen entgegenkommt, also wenn man ihnen zeigt, ich schätze wert, was ihr macht, macht mir doch heute einen tollen Service. Und dann kriegt man das zurück. Also ich bin wieder neugierig, auf dem Hinflug exzellent geklappt. Und ich bin jetzt hier gespannt, wie der Service hier ist. So, ich glaube, es kommt eine Ansage. Ist ja diese Aloha-Musik jetzt, wenn wir hier losfliegen. Auch wieder der Champagner exzellent gekühlt. Beim Hinflug war das Problem, dass der Champagner warm war. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie der Champagner auf dem Rückweg ist. Ob wir da auch bei der Auswahl, wenn ich wieder zwei bestelle, ob die beide warm sind. Ladies and gentlemen, cabin attendants will conduct safety duties.
If you need any assistance, please wait for a moment. Thank you. Cabin attendant, stand by at door. 業務連絡です。Cabin attendant, set slide bar. So, auch natürlich heute nochmal interessant. Wie fliegen wir, in welche Richtung fliegen wir ab? Fliegen wir also an Waikiki vorbei oder fliegen wir in die andere Richtung? Ist ja immer unterschiedlich, weil einmal ist der Wind in die Richtung, einmal in die Richtung. Und so wie der Wind kommt, so fliegt man hier sozusagen ab. Auch interessant natürlich durch Pearl Harbor. Pearl Harbor ist ja hier in der Nähe vom Flughafen, dass die hier auch natürlich ihre Jets haben, die ja täglich starten. Und dann kommen diese Militärhubschrauber und alles, was da ist. Also es ist, die Base ist hier noch, die Militärbase ist hier noch voll intakt. Wirklich, ich habe mich extrem auf diesen Flug gefreut, weil die Qualität beim Hinflug schon so toll war. Und das ganze Japanische. Und ich denke mal, dass ich das heute ein bisschen international mische, um auch rauszukriegen, wie ist der Service insgesamt. Also ich wünsche uns einen guten Flug. Machen wir also erstmal uns das ein bisschen gemütlich. Das heißt also, wir trennen hier eine optische Geschichte. Have time. Later. Yes. How many hours is the flight? Total is 8 hours and 24 minutes. Yes. But we've already... Comes earlier. 30 yeah? minutes, so about early. Less than 8 hours. Oh, okay. Thank you very much. Das heißt, das ist sehr positiv. Die wollen aber natürlich vorankommen, weil ja viele vielleicht auch schlafen wollen. Wir haben Zeit. Ihr Lieben, wir haben Zeit. Wir wollen erstmal uns das hier so ein bisschen gemütlich machen. Es gibt schon eine kleine Vorspeise in dieser wundervollen Suite. Fantastisch in irgendeiner Form zur Geltung kommt. Was ja Freude macht, ist, dass wir... Und ich gucke mal so zwischendurch, ich habe hier so einen kleinen Monitor. Wenn ich da so drauf gucke, wie schön zu man hier ist und wie edel das in diesem schwarzen Hon-Design, ja, das ist richtig Hon-Design. Also allein schon diese Art des Reisens macht es natürlich schon unglaublich exzellent. Was haben wir hier? Also so wie auch bei der Swiss. Das finde ich also hochinteressant, wie so diese Flötli. Ist ein bisschen mehr Biskuit und bei der Swiss ist es mehr... Blätterteig. Hier ist es Biskuit und da ist es mehr Blätterteig. Aber beides lecker. Macht extrem viel Freude. Ich habe erstmal ein Wasser bestellt. Ich habe ja schon mal ein Gläschen Champagner getrunken und werde danach erstmal den Champagner-Tasting machen. Auch wieder sehr lustig. Bei der einen Crew gab es die Dose nicht dazu und bei dieser Crew gibt es jetzt die Dose dazu. Das finde ich ja so spannend. Welche Unterschiede da drin stecken. So, sehr nett gemacht, wie so ein Löffel. Ist dieses, schauen wir mal, irgendwie nett. Bisschen was Schinken, Käse, wie so eine Art Löffel gemacht, aber aus Biskuit eben. Es fehlt dort entweder an Gestaltungsfreiheit, dass man also Menschen hat, denen es aber nicht zutraut, es zu machen, oder sie sind einfach gar nicht da. Auch nicht gewollt, weil man sagt, warum brauchen wir Innovation? Läuft ja trotzdem. Schade,
Damit verliert man Menschen wie mich, also Kunden wie mich.